In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ja. Was, Sina? Bär. Bär? Willst du ein Bär mitnehmen? Ja, Bär. Okay. So. Wir fahren jetzt nochmal. Hast du? Ja. In die Arkaden. Ich brauche einen Sonnenhut. Und Cordel braucht Socken und Lina braucht eine Wundschutzcreme. Dann haben wir auch alles. Die Koffer sind schon gepackt. Größtenteils. Und ich habe mich auch angezogen. So, wir sind jetzt auf dem Weg in die Arkaden. Lina ist auch dabei. Kommt der Herr auch natürlich. Dies, freust du dich auf den Urlaub? Das hast du schon mal gefragt. Nein, ich habe dich gefragt, freust du dich aufs Boxen? Boxen? Ja, das war dann. Da waren wir auch im Auto. Das waren die Sag mir, wer freut sich nicht auf Urlaub? Hauptsache weg von Deutschland. Also 2 Tage noch und dann sind wir weg, hoffentlich. Morgen packen wir das allerletzte zusammen und dann. Also, ich muss noch ein paar Sachen bügeln. Waschen und dann bügeln und danach sind wir weg. Donnerstag geht's nach oben und danach fliegen wir wieder nach unten, Lina. Aber. Lina freut sich auch. Sie hat gestern Abend die ganze Zeit Uchak gesagt, also Flugzeug. Ich bin echt also gespannt. Lina wird die ganze Zeit wie Ente im Wasser sein. Ich glaube auch. Sie wird das auf jeden Fall ausnutzen und ich hoffe, das wird ihr auch gut tun. So, wir essen gerade bei Subway. Willst du zeigen? Ja, Mama. Und jeder bekommt jetzt einen Apfel, ne? Abi. Aus sind wir bei Elmer. Abi, Baba. Papa ist bei Elmer. Also, gut. Wow, die Mama. Papa, du Papa, du Papa, du Papa. Das Das. So, wir sind gerade nach Hause gekommen und Lina durfte sich heute ein paar Schuhe aussuchen. Wir dachten, das sind Straßenschuhe, aber das sind Hausschuhe, aber ist ja nicht schlimm. Die haben übrigens 9,95 € gekostet. Sind die schön? Ja, weil Mama sich 2 Paar Schuhe ausgesucht hat, wollte Lina natürlich auch Schuhe, ne? Ja, übrigens ist unsere Brandbus-Box gerade angekommen. Wir haben den Postboten noch erwischen können. Ich zeige euch ganz kurz, was drin ist. Einmal von der Marke Glück Himbeermarmelade. Dann haben wir hier von Oro di Parma Tomatenmark. Dann haben wir hier, was ist das denn? Dessert Bio Organic mit Kokosnuss und Schoko. Das sind 4 Joghurts. Was haben wir noch? Dann haben wir, das schmeckt auch sehr ganz gut, das ist dieses Mixery Grapefruit ohne Alkohol. Das schmeckt auch gut, wenn das total gekühlt ist. Und dann haben wir das gleiche nochmal mit Zitrone, glaube ich, ne? Oder? Ja, Lemon. Mama. Was denn? Ja, ich guck mal, was da drin ist, dann kriegst du was, ja? Oh, ruft an. Ja, warte, ich muss noch was tun. Ja, Schatz. Ja. Ja, mach ich jetzt. Ich hol das jetzt raus und mach das sofort. Tschüss. So. Moment. So, jetzt seht ihr mich nicht ganz. Ah, Lina, guck mal, das kannst du haben. So, dann haben wir hier zuckerfrei das frische Bonbon von Hals. Dann haben wir, was ist das? Die Sommerbox. Dann haben wir hier Müsli von Alos. Dann haben wir hier, was ist das?
Tonic. Ist das Alkohol oder? Ja. Das ist mit Alkohol. 100%, ja. 10%. Das ist Gordon's Premium Pink Distilled Gin and Tonic. Dann haben wir hier Ursalz, das reine Geschenk der Natur. Dann haben wir hier Popcorn Cornies. Süß und salzig, willst du das essen? Und dann haben wir hier von Velsa leicht perlig. Ich weiß jetzt nicht, wie das schmeckt, das hatte ich noch nicht. Mit Kohlensäure versetzt. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so stark wie Kohlensäure. So, Moment. Zeige ich euch kurz meine Schuhe, die ich gekauft habe. Und zwar habe ich voll das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, so einen Schnapper gemacht. Ja, soll ich das aufmachen? Das sieht aber lecker aus. Das riecht auch gut. Das mit weißer Schokolade, glaube ich. Aber kann man. So, und zwar habe ich geholt die gleichen Sandalen nochmal, aber diesmal in der Farbe und in meiner Größe. Wir haben ja 38 geholt letztes Mal und das ist jetzt 37. Und diesen voll bequem. 38 war nicht so bequem und hier ist der Kassenzettel. Oh, da hat nämlich gefragt, wo der Kassenzettel ist. Ich mache mal ein Foto, ne? LSB Vase. Der meint nämlich, du hast den Kassenzettel nicht mitgenommen. So, dann habe ich mir Vans gekauft. Und zwar waren die. Achso, ich habe mir erstmal so einen Sommerhut gekauft. Total schön, oder? Von C&A. Ich wusste gar nicht, dass die auch Größen haben. Mit offenen Haaren sieht das natürlich besser aus. Dann sind das hier meine neuen Vans. Leute, die sind eiskalt von 45 Euro auf 6,95 Euro reduziert worden. Krass, oder? Nicht Vans, das ist von Fila, sorry. Ja, die passen mir auch perfekt. Und ich finde, wenn es so regnet oder so, ist das halt perfekt. Anziehen. Oh, dann hat sich Socken gekauft bei C&A für 5 Euro. Achso, die Mütze hat übrigens 12 Euro gekostet. Dann haben wir zum Frühstück morgen ein paar Sachen gekauft. Einmal arabisches Brot. Dann haben wir geholt Yum-Yum. Oh, das ist ja voll der Yum-Yum-Freak hier. Yum-Yum. Leute, dieses Fruchtsaft, also Multivitaminsaft, schmeckt so gut. Wenn ihr das beim Türken seht, müsst ihr das unbedingt nachkaufen. Dann hat Audel 2 Birnen gekauft. Dann für den Flugzeug hat er mal wieder übertrieben. Der hat von Tutko, die schmecken mir super lecker, einmal Kekse gekauft. Dann hat der von Burçak auch noch Kekse gekauft mit so einer Milchfüllung. Dann haben wir gekauft Knoblauchwurst für morgen. Das gibt es dann mit Eiern. Und dann hat er noch geholt hier. Die holt er eigentlich auch ganz oft, wenn wir da sind. Das kommt alles mit in den Urlaub. Ja. Ich fange das mal alles kurz auf. Ich muss noch kurz Papiere ausfüllen. Danach melde ich mich auf jeden Fall wieder. Ihr Lieben, wir waren gerade am Schlafen. Also ich habe mich mit Lena hingelegt. Und ich muss euch da was sagen. Die Fastenszeit ist ja schon seit Wochen. Ne? Das weiß ja wirklich jeder. Und ich weiß auch, seitdem ich YouTube mache, das ist jetzt fast 3 Jahre her, kommt jedes Jahr die Frage, boah, mein Auge ist voll dick geworden, ey. Und ich habe heute was so, so Schönes auf Instagram gelesen von einer Mama. Das wollte ich mit euch teilen. Also erstmal will ich sagen, ich finde die Frage sowas von respektlos, wenn man einen Menschen fragt, ob man fastet. Weil erstens, du weißt nicht, ob diese Person krank ist, ob die irgendwelche Medikamente nimmt, ob diese Person gar Moslem ist, ob diese Person, keine Ahnung, ihr geht doch nicht auf die Straße zu Fremden und fragt eiskalt, ja, du siehst, hör mal, du bist ein Türke, du bist ein Araber, du siehst aus wie ein Moslem, fastest du? Ich finde diese Frage so unverschämt. Das macht euch weder zu einem besseren Menschen noch zu einem besseren Moslem. Und in der Fastenszeit kümmert euch doch um euren Scheiß, anstatt über andere Menschen nachzudenken, ob die fasten, ob die beten, ob die irgend sonst was tun. Mach du das und dann ist gut. Der Rest sollte dir scheißegal sein. Bemühe du dich ums Fasten oder diese Menschen, die bei der Fastenszeit so behinderte Kommentare von sich geben, weil die schlecht drauf sind. Denkst du, dein Fasten wird akzeptiert, wenn du Menschen beleidigt bist zum Gehtnichtmehr, aber dann fastest?
Was hat das für einen Sinn? Naja, auf jeden Fall hat sie geschrieben, fastest du nicht? Hast du deine Periode? Bist du eventuell krank? Ramadan ist eine besondere, anstrengende Zeit. Anstrengend, weil es zu warm ist? Nein. Anstrengend, weil das Fasten so anstrengend ist? Nein. Anstrengend, weil einige muslimische Freunde glauben, sie können das Recht nehmen, um über andere zu urteilen? Dass in diesem heiligen Monat sich jeder um seinen eigenen Glauben kümmern und sich auf seine religiöse Verbindung zu Allah kümmern soll, ist diesen Menschen scheinbar nicht bekannt. Dass schlechte Gedanken und Lästereien schlichtweg nicht erlaubt sind, vergessen sie scheinbar. Das stimmt allerdings, ne? Was ich also aus dieser ständigen Fragerei von dieser dauerhaften Rechtfertigung halte, lass den Mist. Jeder fastet für sich, jeder betet für sich, jeder glaubt für sich. Wer meint, er könne sich das gleiche Recht wie Gott nehmen und über andere richten, der hat seine Religion leider nicht verstanden. All das, was wir tun, machen wir nicht für die Gesellschaft, nicht für die Gemeinschaft, sondern primär erstmal für uns. Falls ihr euch heute also wieder gefragt habt, oh, fastet sie? Streicht es aus eurem Kopf. Es ist eigentlich so schwer, dass ihr euch einfach nur um euer Leben kümmert. Es ist so unglaublich schwer, ein guter Mensch zu sein. Diese Worte gehen stark an meine muslimischen Freunde, die den halben Ramadan damit verbringen, sich über das Fasten anderer Gedanken zu machen. Alle anderen brauchen sich diese Worte nicht zu Herzen zu nehmen. Ihr habt das absolute besondere und wichtige Recht, eure muslimischen Freunde über den Islam zu befragen. In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Abend, einen leckeren Ramadan, Fastenbrechen. Mögen unsere Gebete, unsere Gedanken, unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Ganz viel Liebe für jeden Einzelnen. Das hat geschrieben die liebe Gedankenatelier über Instagram. Und ich finde die Worte sowas von passend und die passen einfach. Jeder soll sich um seinen Scheiß kümmern und jeder soll seine Religion so lieben, wie er es für richtig hält. Und keiner sollte keinen beurteilen. Bei mir ist es so, ich habe das schon tausendmal gesagt, sobald mir ein Kommentar nicht passt, sobald jemand respektlos gegenüber uns wird, wird dieser Kommentar gelöscht, der Nutzer wird als Spam gemeldet und egal was für einen langen Text du schreibst, das wird nicht mehr angezeigt. Du siehst es, aber sonst keiner. Ich sehe es auch nicht. Genau, das war das Wort zu Dienstag. Ich weiß, das war jetzt wirklich keine Rechtfertigung oder so, aber es nervt. Ich denke mal, das nervt jeden südländischen YouTuber, der das jedes Mal lesen muss. Jedes Mal. Es nervt einfach. Genau. Das wollte ich klarstellen. Ich habe wirklich jetzt 2 Wochen lang habe ich nichts gesagt, aber irgendwo reicht's. Weil diese Frage kommt nicht nur, fastet ihr nicht? Oder es ist schon der 10. Tag und du hast immer noch kein Ramadan Diary gemacht. Ja, manche nutzen diese Ramadan Diaries aus, um mehr Klicks zu bekommen. Mache ich das? Nein. Manche fasten gar nicht und tun so, als ob die fasten würden. Mache ich das? Nein. Also, ich kann auch so tun, als ob ich fasten würde. Aber wen verarsche ich dann? Euch und mich selbst. Wer sitzt am Ende? Der Gott, oder? Deswegen glaubt nicht alles hier im Internet und jeder lebt für sich. Genau. Und sonst gibt es eigentlich nichts. Die Koffer liegen hier ausgebreitet. Genau, die Koffer liegen hier. Und ich hatte mich heute geschminkt. Die Schminke ist ein bisschen weg. Auch weil ich die ganze Zeit mein Auge jucken muss. Ich weiß auch nicht, wovon das kommt. Echt. Ja. Ich kann euch ja mal hier unsere Tasche zeigen, die wir mit in den Flugzeug nehmen. Aber da fehlt noch was. Wo ist denn die Knete, die wir Nina gekauft haben? Moment. So, und zwar haben wir gekauft für Nina heute dieses Knetspiel. Ich finde das voll praktisch fürs Flugzeug. Huch, da sind so kleine Förmchen drin und auch Knete bei. Das Doofe ist halt, dass man die nicht wieder einzeln verpacken kann, aber das ist ja nicht schlimm. Also das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mit dem Flugzeug fliegt, mit einem kleinen Kind. Knete darf man auch mitnehmen, habe ich gelesen. Dann haben wir hier Buntstifte für Lina. Dann habe ich hier das Malbuch, das habe ich auch letzte Woche in den Arkaden gekauft. Ich weiß nicht, ob ich euch das gezeigt habe, ich glaube schon. Hier die ersten Seiten haben wir schon gemalt. Man kann erkennen, was ich gemalt habe und was Lina ausgemalt hat. Das hat sie mit Papa gemalt ein bisschen. Und dann haben wir mitgenommen unsere Jacken. Die nehmen wir so mit. Dann haben wir mitgenommen diese Kaubonbons. Dann kommt auch das Ganze von Audel mit. Die Tüten habe ich mitgenommen, falls die jetzt sagen, sie müssen das oder das in die Tüte packen. Dann habe ich 2 Pampers mitgenommen. Ich denke mal, mehr brauchen wir auch nicht.
Dann habe ich mein Asthma-Spray mitgenommen. Ich finde das voll cool. Ich wusste gar nicht, dass hier hinten steht, wie oft ich noch sprayen kann. Habe ich letztens zufälligerweise gesehen. Dann habe ich meine geliebte Brille von MVMT mitgenommen. Voll cool, ne? Die sieht so hochwertig aus, Leute. Ist sie auch. Dann einmal Salbei-Bonbons für den Flugzeug. Einmal Linas Stickerheft. Dann haben wir hier noch Pflaster, Desinfektionstücher. So. Und zwei Ü-Eier für Lina. Die habe ich hier versteckt, damit die das nicht sieht. Die hat aber auch schon eins gegessen, wie man sehen kann. Und dann, das war's auch. Also hier kommt noch das Ganze, die ganzen Cracker und so rein, die Audel gekauft hat. Also diese Snacks. Das war's. Also mehr brauchen wir eigentlich nicht für hier drin. Also ich habe aufgeschrieben, was wir noch einpacken müssen. Und zwar, ich drehe mal die Kamera um. So, ich habe jetzt aufgeschrieben, was wir noch einpacken müssen. Und zwar hier Wundschutzcreme für Lina, Sonnenhut, Socken, Sonnenbrille, Strandtasche. Strandtasche? Was meinte ich damit? Hä? Die Strandtasche ist eingepackt. Keine Ahnung, was ich da gelabert habe. Krankenkassenkarten, EC-Karten, Impfausweise, Schminke, Haargummis, Guthaben muss ich kaufen, damit wir da Internet haben. Decke für Lina, sie wird hier schlafen sehr wahrscheinlich. Dann eine Haarbürste, Ladekabel, Kamera und iPad. Das war's auch. Ich überlege auch gerade, ob wir das iPad mit ins Flugzeug nehmen, aber ich glaube, wir machen das wirklich so. Ja. Das war's auch, ihr Süßen. Und die Koffer zeige ich dann, wenn die zu Ende gepackt sind. Aber ich denke mal, die Videos kommen dann erst mit dem Urlaub und so, wenn wir zurück sind, weil ich habe jetzt schon zwei Videos hochgeladen. Dann drehe ich jetzt extra viel, damit die Tage, wo wir im Urlaub sind, auch Videos hochgeladen werden. Ich will euch ja nicht hier ohne irgendwas da lassen. Ich wollte euch sagen, auch wo wir sind. Wir sind in Antalya Lada 6 Tage lang. Das Hotel haben wir ja gewonnen. Also wir haben einen 500-Euro-Gutschein gewonnen und 100 Euro haben wir drauf gezahlt. Plus wir haben unsere Tickets für 500 Euro gekauft, also die Flugtickets. Also haben wir sozusagen nur 600 Euro gezahlt. Deswegen wollen wir dieses Jahr auf jeden Fall nochmal fliegen. Entweder nach Iran oder nach Istanbul. Endlich meine Schwiegereltern kennenlernen. Würde euch das interessieren, wenn wir wirklich fliegen sollten, dass wir euch mitnehmen? Ich denke schon, oder? Ihr könnt mal das unten in den Kommentaren schreiben, ob euch das interessieren würde. Ob ihr sehen wollen würdet, wie meine Schwiegereltern reagieren, wie wir reagieren, wenn wir uns sehen. So, wir chillen jetzt hier mit Lina. Wir haben uns gerade Pizza bestellt. Wir haben echt fast nichts mehr zum Essen da. Nur Frühstückssachen. Und Lina wollte die ganze Zeit Pizza haben, ne? Sag mal Pizza. 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 Oh, der hat gerade angerufen, der kommt kurz nach Hause. Dann essen wir zusammen und danach fährt er auch zur Arbeit. So, du wolltest was erzählen. Bitte. Ja, Mama, bitte. Ja, bitte. Mama hat irgendwo drauf geklickt. So, jetzt. Bitte, bitte, bitte. Sag, wir essen jetzt Pizza. Bitte. Lecker. Ja, Anne, da. Was denn? Da. Nein, Anne hat nicht. Da. Ja, du dich, du dich! Der Baby kriegt die Kopf. Au! Papa, da! Was nimmst du auf? Hi! Nimmst du Papa auf? Sag hi! Hi! Da bitte, Papa! Da bitte, Schatz! Ja. Ich wusste nicht, ob du die Socken anziehst, wenn wir fliegen, deswegen habe ich jetzt. Nein? Ich habe da reingetan.
Ich habe die Box auf eBay reingetan. Ich glaube, es kommt jetzt gleich einmal. Mama hat Akku abgemacht. So, Auto hat sich jetzt hingelegt. Ich habe jetzt noch seine T-Shirts genommen, die gewaschen werden müssen. Und mein Outfit muss auch. Übrigens habe ich das an mit so einem kurzen Crop-Top. Das ist die Hose, die ich gestern gekauft habe, aber Leute, die ist so durchsichtig. Ich empfehle die auf keinen Fall. Ich habe jetzt darunter so eine abgeschnittene Strumpfhose angezogen. Weil wenn du die spickst, sieht man einfach alles. Also alles. Das ist so durchsichtig. Ja, das muss ich auch waschen. Ich gebe auch gleich duschen. Dann mache ich die Waschmaschine an und hänge die Wäsche direkt auf. Ja, Gina geht jetzt erstmal alleine baden. Weil Audrey wollte noch ein bisschen schlafen, weil er arbeiten muss. Moment, mein Schatz. Übrigens hat eine Dame gerade das Paket abgeholt. Ihr wisst ja, ich verschenke die Brandnussbox immer. Also das, was wir nicht benutzen. Und da war heute einiges drin, auch noch vom letzten Monat. Und warum soll das im Müll? Ne? Die hat sich auch sehr gefreut. Mh, das riecht voll gut.